Soddele, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die hier in der Better Vanilla Mod. Ich war mal so frei und habe hier noch ein bisschen Eisen gesammelt. Ja, das heißt, wir können überall wieder Stahl anschmeißen. Hier ist nicht so viel, aber es läuft noch was durch. Ne, guck mal, da ist schon wieder was. Ich muss auf der ganz hinten auch gucken jetzt. Das hier bitte. So, hier hat man nicht mitgenommen. Ne? Da sind 300 noch, okay. Und unsere Türme hier sind jetzt auch fertig durchgelaufen. Das habe ich halt gemacht, während die Türme gelaufen sind, ne? Weil es immer ewig gedauert hat. Ich glaube, eine halbe Stunde, bis die 6 Türme fertig sind. Die müssen wir jetzt natürlich aufwerten, bzw. aufstellen. Und dann können wir hiervon schon mal ein bisschen was bauen. So, Werkbank. Was haben wir dafür gebraucht? Eisen und Elektroteile. Bitteschön. Wie viele kriegen wir denn hin, wenn ich fragen darf? 153, okay. That's a lot. Mach mal. Wer weiß, ob wir die brauchen. Wir werden sehen. So, dann laufen die. Das heißt, wir können jetzt hochgehen. Das sind Gebäudewürfel. Das hier sind noch die Betonplatten. Die müssen wir mal wieder umändern. Dann können wir die nämlich jetzt gleich direkt nehmen an den Ecken. Aber halt, ich glaube, Beton habe ich dabei. Nein, habe ich weggeräumt. Guck, dann nehmen wir den Beton noch mit, nehmen das, den Pflasterstein noch mit. Dann können wir das nämlich ordentlich machen. So, zack, zack. Hier durch. Das Tor muss dann auch da rein, ne? Aber erstmal kommen jetzt auf die Ecken hier. Keine Wanderhorde, nein. Auf die Ecken hier kommen jetzt erstmal wieder unsere Glötzchen. So, wir hatten die hier, ne? Lass mal gucken. Wir müssen aber noch den hier machen, damit wir in alle Richtungen gehen. Nein. Ja, genau. So, da war's doch, ne? Jo, sehr gut. Ich hoffe, die kommen soweit, die Türme, ne? Schießen die von da hinten bis hier hin? Ich hoffe doch. Wenn die nicht so weit kommen, wäre es ein bisschen doof. Dahin. Hier hin. Und da hinten muss noch hin. Ne? Genau. Lol, wie genau einer fehlt. Genau, einer fehlt. Dann können wir jetzt unsere wieder nehmen. Dann müssen wir den halt aufwerten, was soll's. Da und hier. So, sehr gut. Na gut, mach Stahl draus. Wir haben es ja dicke. Kein Problem. So, haben wir hier eine schöne Treppe. Jetzt können wir da nämlich unsere Maschinengewehrtürme aufstellen. Genau. Und der soll in die Richtung gucken. Und da hinten noch. Und ich hoffe, das klappt dann so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Dahin. Dahin. So, noch zwei. Dahin. Dahin. Sehr gut. Da haben wir den Sensor. Dann fehlt uns noch ein Sensor, ne? Also, das müssen wir auch noch machen, sehe ich gerade. Heißt, wir haben jetzt unsere Geschütztürme aufgestellt. Jetzt müssen wir runtergehen, gucken, wie weit wir sind mit den Elektroteilen. Wie viele haben wir? 12, ja, das ist ein bisschen wenig, ne? Das ist ein bisschen wenig, weil wir müssen die ja überall verteilen. Erstmal müssen wir gucken, dass wir von hier aus irgendwie ordentlich hier hochkommen. Sagen wir mal in die Ecke hier so. Das Problem ist nur, wir müssen irgendwie rauskommen. Können wir vielleicht auch hier in die Ecke so? Testen wir mal, ja? Testen wir mal, ob wir von unten bis dahin kommen oder ob der Weg zu weit ist. Dazu bräuchte ich logischerweise noch was zum Knipseln hier. Guck mal auf Seite. So. Von hier. Klappt. Perfekt. Aha. Super. Jetzt ist die Frage, machen wir das außen an die Wand, machen wir das geschützt in den Boden? Ich würde mal behaupten, an die Wand reicht, oder?
Wenn ich jetzt hingehe und hier einen hinsetze. So. Man sieht die Dinger ja nicht, ne? Die sollten eigentlich halten, da kommt ja keiner dran. So, von hier aus. Einmal durchlaufen. Hier hinten lang, das ist zu weit. Hier geht's wieder. Hier hin. So, jetzt muss auf jeden Fall noch einer hier hin. Ja gut. Kann ich da mehrere dran tun? Das ist hier gerade die Frage. Komme ich von hier aus überhaupt bis da hinten hin? Nein. Nein. Okay, da muss noch einer zwischen. Dann kommt hier noch einer hin. Sehr gut. Siehst du mal. Ede Jones hat keinen Bock mehr auf Tempel oder Pyramiden des Todes und des Schreckens. Deswegen sattelt er um auf Elektriker. So. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch einen. Den machen wir so in die Ecke. Kann ich von hier aus? Hier hin. Eigentlich ist das nicht gut. Man sollte die immer alle einzeln trennen, ne? Weil wenn jetzt hier irgendwas kaputt gemacht wird und das alles in Reihe geschaltet ist, ist alles aus. Aber ich denke, das reicht hier für unser Haus. Wenn da nachts was los ist. Jetzt gucken wir mal. Ja. Ja. Eieieiei. Was hier die Elektriker dazu sagen werden. Die kriegen wahrscheinlich graue Haare bei dem, was ich hier baue. Aber es ist ja Gott sei Dank nur ein Computerspiel. Deswegen geht das. Sehr gut. Jetzt können wir hier nochmal in die Mitte hüpfen. Ups. Was ist da hinten los? Da spawnt die Wanderhorde. Seht ihr's? Ah, endlich sehen wir das mal. Huhu. Und weißt du, was ich total vergessen habe? Kommentare. Zum Beispiel von Gary Zockt. Du schreibst, hallo Ede, jetzt war bei der Krypta da eine und letzte Hirsch, was du für die Quest gebraucht hättest, aber danke für das tolle Video. Echt, brauche noch einen Hirsch? Kurz getrunken. Dann müssen wir den einen Hirsch nochmal suchen. Jetzt müssen wir erstmal die hier wieder auf Seite bringen. Immer noch alles normal los. So, ihr seht, wir müssen schießen, wir müssen ein bisschen üben. Weg mit der Rübe. Lebt die noch? Nein. Weg mit ihm! So. Immer mitten in den Schädel rein. Du, 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 du. So, sehr schön. Weg mit der Rübe. Ist leider noch ein bisschen zu früh. Für den Test unseres Systems hier. So. Weg damit, weg damit. Ronald, nein. Elke, nein. Alter, wo schießt die denn den Sack hin? Wo hat die denn den Sack hingeschossen? Ja, nice. Jetzt können wir die auch selber bauen. Finde ich gut. Hab ich nichts gegen. Da ist noch was, da ist noch mal was. Was ist das hier? Handgun Magazine, okay. 44er Magnum, Qualität 3. Weiter geht's. So. Wir müssen weitermachen hier. So. Daran. So. Nicht runterfallen. Daran. Eigentlich wollten wir das ja alles schön im Boden einlassen, ne? Aber das sollte auch reichen. Das sollte auch reichen. Dahin. Dahin. Warum gibt es keine Magnum-Türme? Das würde mich mal interessieren.
Wäre doch eigentlich nur logisch, oder? So, dann gehen wir den Rest holen. Da, 26 Stück. Ich weiß gar nicht, wie viel Munition wir haben. Für die Türme. 11.000. 2, 4, 6, 8 Stück sind's. Heißt, wir müssen 8 Haufen machen, die ungefähr gleich sind. Ich meine, es ist eine Menge. Wir benutzen die eh nicht, ne? Aber, ja. Wir haben schon wieder Tag 66. Sind auf dem Weg zu Tag 67. Warte, das Tor können wir auch mitnehmen. Das hatten wir hier irgendwo liegen, ne? Genau, schon mal eins. Nehmen wir das auch mit. Sehr gut. So, jetzt müssen wir die hier erstmal irgendwo verteilen. Wie hatten wir das da gemacht? Genau in der Mitte, ne? 1, 2, 3. Das heißt, hier. So, ein hin. Rampe hin. So. So. Müssen wir noch ein bisschen aufwerten. Sehr gut. Wo soll das sein? Da hinten ist unser Lehmsteinbruch. Dankeschön. Da muss natürlich noch der Sensor dran. Den haben wir leider nicht im Moment. So, hau mal überall hier hin. Das reicht. Hier hin. Mach mal hier hin. Mach mal hier hin. Und dann kannst du den in die Ecke machen. So. Sehr gut. Schön weiter hier kurbeln. Du. Hier hin. Das Problem ist jetzt, wir müssen gleich mal gucken, wenn ich jetzt im Nachhinein noch das Tor anschließe. Nicht, dass dann wupp das andere alle wieder weg ist. Weil die sind ja sehr, sehr anfällig für sowas hier, ne? Die Elektrik. Die ist da echt sehr meckerbehaftet. Nö, das will ich nicht. So rum nicht. So, jetzt brauchen wir hier wieder. Ich muss da hoch. Zack, zack. Hallo? Warum kopieren? Warum will er denn jetzt wieder nicht? Zack. Von hier aus da hinten hin. So. Ach, der ist auch hier, okay. Nein, die gehen auch ins Haus rein da, ne? So. Jetzt hier hinten hin. Und von hier, hier dran. So. Und so. Und jetzt wäre alles verkabelt, oder? Müsste alles verkabelt sein. Das heißt, wir gehen jetzt noch nach vorne, machen das Tor da rein. Und dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Oder ob ich jetzt einen gigantischen Kurzschluss produziert habe. Wer weiß. So, das Tor. Das muss dann hier hin. Ich hoffe, ich krieg's wieder richtig rein. So oder so. Ich mach mal so. Yes! Yes! Genau so wollen wir das. Mann, bin ich gut. Geht jetzt natürlich nicht auf, weil das elektrisch ist, ne? Das muss ja angeschlossen werden. So, drei, nein. Von hier aus noch hier ran. Funktioniert. Perfekt. So, Katana in die Hand. Da fehlen uns übrigens, glaube ich, immer noch die Bücher. Es ist echt wie verhext. Wir kriegen diese Bücher nicht. 4 Bücher fehlen uns. Für 6er Katana. Das ist unglaublich. So, die Frage ist jetzt, hat er genug Strom? 150 Watt. Erstmal müssen wir den tanken. Schauen wir mal. Autoelektrik. Hier, gib mir mal die Hälfte her. Können wir den voll machen. So, nachtanken. Einschalten. Aber ganz genau 150 Watt. Okay. Buff. So. Was wollte ich? Noch ein Motor hier. Guck mal, noch drei rein, weil wir haben 30 Stück. Was wollen wir damit?
Hier viel zu viel. Jetzt muss er das Ding natürlich einschalten. Wir nehmen mal die Munition mit hier, weil die müssen wir ja auch noch alle ordentlich machen. Ist das Tor jetzt offen oder bleibt das zu? Ja, das ist offen. Muss ich dem hier noch irgendwie... Warum habe ich das denn jetzt eingesammelt? Ich wollte dem doch Bescheid sagen. Mann, du Pfeife. Ich hatte es doch so schön hier drin. So. Jetzt. Sehr gut. Aber das soll ja zugehen, ne? Das soll ja zu sein. Kann ich dem jetzt irgendwas sagen? Stromverzögerung. Ah, ich muss bestimmt den hier. Noch damit. Jawohl. Aha. So geht's also. Sehr gut. Ist das geil oder ist das geil? Gefällt mir. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also du merkst, heute mal ein bisschen, ne? Heute sind wir nicht Ede Jones, heute sind wir MacGyver. Wir basteln uns alles selber. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir dann 4 Haufen. 6 Haufen. 8 Haufen. In jedem 1400. Das sollte ja klappen. So. Rein da. Sperren. Kameravorschau. Bitte so. Jawohl. Hier Munition rein. Sperren. Kameravorschau. So. Passt. Sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Da bin ich mal gespannt, was das gibt. Ob wir hier nachts Ruhe haben oder ob hier rumgeballert wird. Rein da, sperren. Diese Richtung. So. Er hier rein. Sperren. Diese Richtung. Jawohl. Ach, ist das schön. Jetzt müssen wir nur noch den einen Sensor machen, ne? Den Bewegungssensor und das Tor. Und dann haben wir alles. Rein da, sperren. So. Rein da, sperren. Hallo, Kameravorschau bitte. Ja, mach mal so. Die müssen wir gleich nur einsammeln. Warte, da müssen wir lang. Die zwei fehlen noch. Uha. Aber erstmal lesen wir den Kommentar von Ellie René Penny. Du schreibst, ich kenne auch noch die Konkurrenz aus Deutschland. Mein Video fand aber, dass es YouTube nicht beikommen konnte, obwohl die Ansätze gut waren. Aber das Angebot von Videos war doch relativ wenig. Schlange soll wie Huhn schmecken. Vielleicht hat sich der Zombie daran erinnert. Du weißt doch, bei Seven Days to Die gibt es keine wirkliche Logik. Nö, da gibt es keine Logik. Hier gibt es nur Zombies, ne? My Video kenne ich auch. Gibt's das noch oder gibt's das gar nicht mehr? Keine Ahnung. Und meistens ist es ja auch so, ne? Dass sich eine Plattform irgendwie immer durchsetzt. Bestes Beispiel wieder, finde ich, auch wenn viele rumheulen, ja? Oder ich da im Moment nicht streame, ne? Twitch fürs Stream. Alle streamen auf Twitch, ja? Außer eine Handvoll Leute. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ist halt so, ne? Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Sehr schön. Ah, mein Video. Keine Ahnung. Muss ich gleich mal gucken nach der Aufnahme, ob es die Plattform überhaupt noch gibt. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir nur das Problem. Von innen kriegen wir das nicht auf, ne? Aha. Wir müssen von außen. Siehst du mal. Also brauchen wir noch einen. Sehr gut. Weiß ich das schon mal. Brauchen wir die Sensoren. 3 Stück. So. Lass mal gucken. Von denen haben wir jetzt hier, Sensor, Bewegungssensor, verfolgen. Brauchen wir auch noch welche? Gib her. Gib her. Gib her. Wir brauchen 2, 3. Sehr gut. Werden die schon mal gebaut? So, jetzt noch das Tor. Das elektrische. 5x3 elektrisch. Verfolgen. Wir brauchen nur noch Schraubenfedern, ne?
Genau. Die haben wir hier. Sehr schön. Wie viele Rohrbomben haben wir eigentlich noch? 250. Das ist nicht mehr so viel, ne? Da müssten wir auch wieder welche machen. Da müssten wir aus dem restlichen Stahl hier eigentlich mal... Stahl, sag ich schon, Eisen. Müssten wir mal Rohr machen. Rohr! Ein kurzes Eisenrohr. Mach mal. 44 Minuten. Aber jetzt sieht man, guck mal, wie lange das dauert. Die 72 mache ich mal weg. Die brauchen wir ja nicht mehr. Da sind sowieso noch mal 44 drin. Eieieiei. So, räumen weg. Hat er die jetzt auch hier reingeräumt? Die hätte ich gerne wieder hier. So, der war da. Die können wir auch wieder wegräumen. Auto und Elektrik, rein da. Können wir die hier hin tun? So. Von denen haben wir keine, nur von denen hier, ne? Elektro-Zeitschalter-Relais. Anhand der Tageszeit auszulösen. Ja, wir können das ruhig dauerhaft laufen lassen. Das ist ja jetzt nicht schlimm hier. Mal guck's dir an. Was hat er? 972. So viel braucht er nicht. Wir sind ja wie die blöden Benzin hier am Machen. Ja. Muss ich nur gucken. Ich glaube, unser Problem war, hier in der Mod brauchen wir Stoff für die Rohrbombe, ne? Stofffetzen. Siehst du, wie viele Stofffetzen haben wir? 1100 mittlerweile. Das ist ja schon mal gut. Das ist gut. So, wir gucken, wie viel Stahl wir noch haben hier. Und dann gehen wir nochmal nach hinten an die Basis. Da auch noch ein bisschen aufwerten. Weil bis dahin sollte dann hier das Zeug alles fertig sein. Ruf da, 373. So, sehr gut. Der nächste Kommentar kommt vom Gamma-Affe. Hallöchen, ihr und alle Idioten. Also hab aufgrund des Tones die letzte Folge gar nicht erst geschaut, aber das passt schon. Dafür war diese Folge wieder klasse. Freue mich immer auf deine Folgen. Liebe Grüße an alle. Dankeschön, Gamma-Affe, Dankeschön. Und kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich war erst am Überlegen, sie zu löschen und dann nochmal neu hochzuladen, aber... Ja, da hattet ihr sie alle schon gesehen. Da war es dann eh zu spät. So, kommst du her. Rein können wir ja fahren, nur nicht raus. Müssen wir mal einen Zombie hier hinlocken. Im Moment ist ja relativ ruhig wieder. Dann können wir nämlich die Reste hier noch reparieren und aufwerten. Da ist ja nicht mehr viel. Und guck mal, da haben wir wieder außen die Kante vergessen. Wie immer. Man kennt es. Sehr gut. Haha. Ja, Bob. Alles klar. So. Und übrigens, was ich vergessen habe, habt ihr gesehen in Steam? Da war eine Ankündigung. Alpha 21.2 Experimental ist jetzt draußen. Und da soll es wohl auch eine Permadeath-Einstellung geben. Ne? Also für alle, die den Kick brauchen... Ihr könnt ja jetzt auch Permadeath einstellen. So, gib mir mal die. Drauf da. Nein, niemand hier. Sehr schön. Könnt ihr mal testen, wenn ihr wollt. Und berichten. Für mich ist das definitiv nichts. Ja, ganz ruhig, Ilse. Oh ne, ist Wilma gewesen. Es ist Wilma gewesen. Sie kam angeflogen auf ihrem Besen. Das hier. Alles Jans. So. Müssen wir ja gucken hier, wo was kaputt ist und so. Aber ich glaube, hier ist nicht mehr viel kaputt. Das hatten wir ja schon alles repariert, ne? Da ist noch was kaputt. Die Ecke hier. Hier war, glaube ich, Ende, ne? Hat man keinen Stahl mehr irgendwie so. Da noch was. Der ist was angedutscht. Da muss... Tag 66. Bald ist schon wieder Hordentime hier, ey. Bald ist schon wieder Hordentime. Krass, wie schnell das geht. Die sind alle ganz. Hier hatten wir auch geguckt. Da ist nochmal was. Da oben... Und hier außen sollte eigentlich relativ in Ordnung sein. So.
Sehr gut. Oh, da. Da ist was ganz groß kaputt. So. Da und da. Da. Sehr schön. Da irgendwas? Nein, hier ist alles zu, ne? So. Hier ist alles zu. Klack, 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 klack. Überall am Klickeln hier, ey. Ah, lalalala. So, da oben auch. Ich glaube, hier hatten wir noch einiges, ne? Genau, da müssen wir hin. Da oben war doch noch so viel kaputt. Ich erinnere mich. I think I spider, ne? Oder wie war das? Ja. Hier noch irgendwas? Nein. Sehr gut. Können wir direkt da machen. So, hier alles ganz. Das ist immer, wenn die spucken, ne? Das. Hier ist jede Menge kaputt. Deshalb bei den Stangen sieht man das kaum. Was los? Pamela. Was los? Komm du hoch, ich komm runter. Juhu. Ah, sie ist halt nicht die hellste. Was denn du? Ach. Einmal mit Profis hier. Einmal mit Profis. Eieieiei. So. Für den Fall der Fälle, dass hier wieder irgendwer oder was explodiert, machen wir mal direkt Beton, Stahl hier hin. Dann können wir hier noch ein bisschen aufwerten. Und der nächste Stahl, der da schon am Durchlaufen ist, den können wir dann schon mal ein bisschen auf Seite legen fürs Reparieren in der nächsten Hordennacht dann. Das wäre eine gute Idee. Da ist alles. Jetzt machen wir mal hier unten. Hier haben sie auch gut rumgewurzelt. Ey, du... Eieieiei. Ja gut, gefällt mir. Das ist alles in Ordnung. Den haben wir da noch, den lieben Sascha. Der schreibt, hallo lieber Ed und alle Edenauten. War wieder mal eine super Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. Also zu der besagten Folge am TV hatte ich nur 360p und Ton und am Handy hatte ich 720p, dafür keinen Ton. Ja, echt komisch. Der eine hat nichts, weder Ton noch irgendwie 1080p, sondern nur 360p. Dann haben wir Leute, die haben 360p und Ton. Dann hast du am anderen Gerät hast du wieder andere Sachen. Ich sag ja, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. So, aber solange das eine einmalige Sache bleibt, ja, und jetzt wieder alles normal läuft, wovon ich mal ausgehe, weil diesmal keiner Bescheid gesagt hat, er hat keinen Ton oder so, ist ja alles in Ordnung. So. Sind alle nur Menschen. Menschen machen Fehler. Egal ob ich, ob YouTube oder sonst wer. Ne? Wir werden es überleben. So. Den Rest da lasse ich mal Beton. Das interessiert mich jetzt nicht. Guck mal, wie viel Stahl wir hier schon gemacht haben. Du. Wir waren fleißig. So. Sollen wir mal bei uns testen hinten? Oder sollen wir lieber in die Stadt fahren und ein bisschen noch nach den Büchern suchen? Da so ungefähr müssen wir hin. Da geht's nach Hause. Ab durch die Mitte. Bitte. Ab durch die Mitte. So, wenn ich jetzt langsam fahre. Jawohl, er erkennt mich. Sehr gut. So will ich das haben. So will ich das haben. Das Problem ist nur, ich glaube, wir müssen die Sachen dann ein bisschen weiter wegstellen. Weil, wenn er mich hier sieht, macht er das wieder auf, ne? Das könnte das Problem werden. Ihr seid fertig. Das Tor ist fertig. Die drei sind fertig. Sehr gut. Genau das, was ich wollte. Warte. Den Knipser habe ich noch. Jawohl. Nicht, dass ich den wieder sonst wo liegen lasse. Ich kenne mich ja. So, damit das hier aufgeht, bräuchten wir hier natürlich noch einen. Wo haben wir die drei? Da. Heißt, den müsste ich jetzt mal... dahin. So. Den.
dahin. Die können wir ja auch einstellen, ne? Kameravorschau, Stromverzögerung sofort. Müssen wir die wieder anschließen? Warte, erst Tor hin, ne? Ne, erst anschließen. Obwohl, wir haben ja jetzt auch hier drinnen. Warte. Hier haben wir noch keinen Boden, sehe ich gerade. Das ist natürlich doof. Hier muss erst der vernünftige Boden hin. Weil mit Sand machen wir das nicht. Das kannst du vergessen. Bitte einmal hier. Siehst du mal. Siehst du mal. Und jetzt müssten wir auch relativ ruhig sein. Ist lustig, ne? Sobald du Geschütztürme hier hast, keine Zombies mehr. Alle weg. Haben alle Angst, ne? Und Nico Mais schreibt, schön, dass du so auf Mais stehst. Ja, Nico, ne? Mais ist lecker. So. Wo ist das Tor jetzt? Ach, da hinten. Ich bin auch eine Pfeife. So, bitte. Bitte hier rein. So, oder so. So. Yay. Sehr gut. Jetzt brauchen wir den. Von hier da dran. Ich will aber gerne... Ich will da dran. Ups. So, von hier da dran. Von hier da dran. Jetzt kann ich ihm nämlich sagen, wo er hingucken soll. Nämlich so. Jawohl. So, jetzt bin ich weit genug weg. Da guckt er nicht mehr, ne? Yep. Der geht nur dahin. Dann machen wir das auf der anderen Seite auch. Pass auf. Wo ist er hin? Ach, den habe ich schon dahin gemacht. Ich Experte. So, von hier. Hier ran. Von hier. Hier ran. So, jetzt muss er natürlich hier runter gucken. Sieht mich, macht das auf. Sehr gut. Wir müssen das nur noch hier von außen verkabeln. Dafür brauche ich wieder meine Blöcke. So, einmal hier. Und dann kommt auch nur irgendein Spucker, ne? Und haut da rein und zack, ist alles kaputt. So, Kameravorschau bitte hier vorne. So. Und da hinten? Hä? Ach, das ist der hier. Habe ich den jetzt echt von da angeschlossen? Ich dachte hier. Egal. Egal. Die Höllenmaschine ist fast kaputt. Haben wir sie fast zur Hölle geschickt hier. Nicht gut. So, 2.16 Uhr, die Nacht ist gleich vorbei. Das ist super. Das können wir mal alles da lassen. Das räumen wir jetzt weg. Ach, ist das schön. Jetzt haben wir eine komplette Mauer hier drumherum. Und Maschinenpistolengeschütztürme und automatische Tore und. Das ist richtig gut. Gefällt mir. Muah. 900 Benzin. Super. Waffen und Munition. Nee, hier. Bergbau war das. In den Bergbau muss das. So. Dann kann noch was hier rein. Doch nicht da. Hier. Ich wollte gerade sagen, wo sind die hin? Der muss noch darüber. Die Munition kann hier hin. Autoelektrik kann hier hin. Oh, da ist noch ein Tor. Jetzt haben wir es umsonst gebaut. Haben wir einen Ersatz, falls das mal kaputt geht. Was soll's. So, da müssen wir einmal auf mehr Anzeigen klicken. Der Kai schreibt folgendes und zwar: Moin Moin, lieber Ede Jones und ihr Edenauten. Also ich muss sagen, bei der letzten Folge hatte ich mit dem Ton keinerlei Probleme, ebenso mit der Auflösung. Wie wäre es mit die Schreckensburg? Hast du nicht noch eine Aufgabe von wegen Hirsch und Schwein erlegen? War wieder eine klasse Folge. Mach weiter so. Lieben Gruß an dich und alle Edenauten. Gruß zurück, lieber Kai. Gruß zurück. Immer gerne. Immer gerne. Freut mich, dass es dir gefällt. Und haben wir noch eine Aufgabe mit Hirsch und Schwein? Weiß nicht, kann sein. Was haben wir hier? Mechanische Teile. Ja, hier. Schweinchen dick, 4 Stück. Sonst irgendwas? Befallstufe 5, da könnten wir mal hingehen. 61.000 EP.
Den lasse ich mir jetzt mal anzeigen. Aber bei Bambi weinen. Ein Hirsch und 4 Schweinchen dick. Okay. 2:51 Uhr. Machen wir das doch mal, oder? Was sagt ihr? Achtung. Tor auf. Hallo? Warum gehst du nicht auf? Habe ich den jetzt nicht da angeschlossen? Da war was verkehrt angeschlossen. Fahren wir mal auf die andere Seite. Vorführeffekt, ne? Ja, auch nicht? Doch, hier geht's. Dann habe ich das da falsch angeschlossen. Ich hätte halt gern Zombie hier zum Testen. Aber die wollen alle nicht. Die haben alle Schiss. Die haben alle Schiss. So, Dive Master schreibt noch: Moin Moin Ede und alle Edenauten. Ede, ich habe hier in Ägypten keine Probleme, deine Folgen mit Ton und Bild auf meinem Handy zu empfangen. Ah, das ist doch super. Wunderbar. Wunderbar. So. Sind hier nicht noch irgendwo Schweinchen? Wir könnten hier mal wieder nach den... Ach, da ist ein Monty Spinneratz, ist da wieder hier in Kermit. So, ach, das war das andere, ne? Wir haben ja 2 Polizeihauptquartiere hier. Und jetzt ist wie Zwilla, dass wir ins andere gehen, ne? Glaube ich. Aus der Shamway. Ja, ja, guck, wir sind schon da. Wir sind schon da. Wie wunderbar. Was ist hier? Armort ab. Ist das verkehrte? Schade. Sollen wir so suchen oder sollen wir nochmal da reingehen? Wir waren halt gerade erst da drin, ne? Das ist ein bisschen doof. Na, la, 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 la. Naja. Dann gehen wir nochmal rein. Da, wer noch? Immerhin Bücher, ne? Knife Guy, sehr gut. Nur noch 3. Vielleicht schaffen wir das ja auch heute. Boah, das wäre ein Träumchen. Glaub's nicht. So, mach auf. Oh, M60, Stufe 3 freigeschaltet. Yay. Leer, leer. Was müssen wir überhaupt hier machen? Säubere das Gebiet. Okay. Gerne. Der ist leer. Türe auf. Hier sitzt irgendwo oder liegt Wachtmeister Ede. Nicht nur einer, sondern 2. Geh weg, geh weg. Warum blute ich denn jetzt? Hallo? Er ist offen. Ha! 1 noch, Leute. 1 noch. Ja, nice. Ja, nice. Ach, ist das schön. Das freut mir. Das freut mir. Sehr gut. 53 von 75, was ist hier? Ach, wieder irgendwelche Teile, die keiner braucht. Dann machen wir das mal im Schweinsgalopp hier, ja. So, weil wir haben auch keine Kommentare mehr, die wir vorlesen können. Haben wir alle vorgelesen? Nein, danke. Interessiert mich nicht. Hui Deivel, lass das, Ede. Klon Ede, lass das auch. So, weiter geht's. Türe auf. Ach, hier kamen ja die vielen, ne? Ich nehme schon mal hier. Hallo! Halt mit der Birne. Der steht immer noch auf, ey. Zack, ey. Die Kermits hier, ne, die hasse ich wie die Pest. Weil die dich nur durch die Gegend schieben, ey. Weg mit dir. Alter, dieses Gewackle, ne? Das ist so furchtbar. Es ist so furchtbar. Warum immer links, rechts, links, rechts? So, seid ihr alle hinüber? Ich hoffe... Lül. Puppe! Was macht der da? Breakdance Andy hier. Oh Mann. Dieses Spiel, manchmal. Die waren alle hier drin, ne? So, hier noch irgendwie Bücher.
Wir brauchen Bücher, Leute. Bücher, 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 Bücher. Nein. Ach, hier waren wir doch. Wir müssen da hoch. Guten Tag. Komm du her. Komm du her. Ist hier Bücher? Da sind Bücher. Wieder Armort ab da oder was? Maschinengewehrzeugs. Hallo? Kommen Sie her? Weg mit der Birne. Du bleibst liegen. Du bist normal. Oh Mann, ey. Da liegen noch Bücher. Ich hab's gesehen. Hier sind auch noch welche. Komm, Leute. Knife Guy muss doch noch einmal drin sein. Ne, es waren keine Bücher. Wer fehlt denn hier? Da ist Munition. Tactical Warfare. Da sind wir jetzt auch schon bei 97. Ja, nice. Danke, danke, danke. Das ist mir jetzt egal. Wir kennen es ja. So, ein bisschen Munition muss sein. Da kommen wir her. Der hier, das hier alles aufmachen. Hallo. Ach, ist das schön, wenn die blöd sind. Die rennen da draußen rum, ne? Die rennen da draußen rum, das kann uns aber egal sein. Hallo? Weg mit der Birne. So. Sonst noch wer? Bücher. Oh, nice. Fertig. Natürlich kein Nähset, ne? Das ist wieder klar. Weg mit dir. Jetzt stehen sie auf mir, weißt du? Jetzt stehen sie auf mir. Das ist echt ein bisschen doof, dass die dich immer so wegschieben, wie gesagt. Ach ja, die lieben Zombilis. Hier war noch einer, oder? Hier war doch immer einer. Da ist alles weg. Mach den kaputt, dass ich hier durchkomme. Jetzt liegt er da. Den Käsefuß kannst du behalten. So. Kannst du mir mal geben? Dann kann ich keinen Biohazard kriegen für ein paar Minütchen. So groß ist das hier gar nicht, ne? Wenn ich ehrlich bin. Was hier? Nix. Ja, machst du gut. Machst du gut. Immer schön gegen die Tür. So, rauf in den dritten Stock. Hier wird gerockt. Weg mit dem Arm. Brauchst du nicht. So, jetzt muss ich hier durch. Ich will nicht wieder hier reingedrückt werden. Hier ist Platz. Jawohl. Weg mit denen. Und jetzt sind oben noch welche, ne? Und dann sind wir fertig. Hier ist ja der gute Loot. Der tut gut. Nachgeladen ist. Nehmen wir nochmal einen hier. Sicher ist sicher. So. Kommt runter, Jungs. Vier Soldaten. Hallo? Ja.
Alter Falter. Alter Falter, der hat langsam Leben. So, wir sind fertig. Sehr gut. Dann gibt man das Zeug hier her. Guck, so viel haben wir gar nicht eingesammelt, Gott sei Dank. Ist hier irgendwas bei? Yes, sehr gut. Dankeschön. Da ist noch einer. Oha. Tech Planet, sehr gut. 40 von 100. Da haben wir noch nicht viel, aber die will ich eh nicht haben. Weil die mir relativ egal sind, diese Geschütztürme. Ich weiß, da kann man auch tolle Sachen mitmachen, aber ich bin da kein großer Freund von. Deswegen kriegen wir auch so einen Turm hier davon, ne? Schrotflintengeschützturm, okay, den könnten wir mal auf Seite stellen. Den könnten wir eventuell für unseren Turm nehmen, ne? Für unseren Hordenturm. Ja, nice. Was haben wir hier? Lernen. Das ist ein 6er-Helm. Den haben wir aber, glaube ich, schon. Ne, wir haben 4er. Ja, perfekt. Perfekt. Dann verändern. Raus. Abschließen. Weg damit. Anziehen. So, verändern. Rein da. Sonst irgendwas? Was rein kann? Nein. Abschließen. Juhu! So muss das sein. So, wo ist das Moped? Da auf der Seite. Das heißt, wir müssen hier raus. Zack. Da liegt's. Auf zum Händler. Quest abgeben. Vielleicht hat der ja noch ein Knife Guy Buch. Jetzt muss hier wieder alles zu sein, ne? Los, drüber hier. Warum ist da alles zu? Vielleicht finden wir jetzt noch irgendwo ein Schwein oder den einen Hirsch. Mal gucken. Ist hier schon wieder was drin? Tatsache. Das ist jetzt halt fast nur noch Zeug, was wir schon kennen. Weil wir ja so gut wie alles hoch haben. So. Los geht's. Gleich sind wir da. Zack. Mein Freund. Was herrscht denn alles da? So. Schlagschrauber 6. Den können wir nehmen. Stahlspeer können wir auch nehmen. Der gibt gut Geld. Aufgaben. Wieder so weit. Ne? Befallene beseitigt. Downtown Marketplace. Nehmen wir mal. So, jetzt lass mal gucken. Hast du hier irgendwo Knife Guy? Perfekt. Kann man verkaufen. Weg damit. Den tun wir mal behalten. Ich weiß nicht, ob ich meinen verkauft habe. Das kann ich verkaufen. Schon wieder 1000 Schuss 9mm. Aber das ist gut. Dann können wir die wieder sammeln. Und sonst noch irgendwas hier? Nee, ne? Da sind Zombie-Zerhacker. Are we done here? Ja, sind wir. So, wir lernen den Knife Guy. Haha! Katana Stufe 6 freigeschaltet. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie einen Zombie zu unserer Base gelockt bekommen. Lass die mal da rumschießen hier. Hallo. Machst du jetzt hier noch auf? Oder kann der immer nur einen aufmachen? Er sieht mich doch. Kann der vielleicht immer nur eins aufmachen? Also an einem rein, an einem raus? Kann das sein? Weil er macht jetzt hier von der Seite nicht mehr auf. Entweder habe ich irgendwas grundlegend verkehrt gemacht. Oder du kannst wirklich nur entweder rein oder raus. Dann müsste er das... Ja, guck, hier macht er das nämlich so auf. Okay. Zack. Wahrscheinlich kannst du nur eine anschließen an das Tor, ne? Entweder rein oder raus. So kommt es mir vor. Weil beide macht er nicht, wie wir gesehen haben. So, räumen wir das Zeug weg, gucken, was wir fürs Katana brauchen. Ich bin gespannt. Ah, das wird toll, Leute. Das wird toll. Weg mit der Munition. So, Händler. Nee, Parts hier.
Mods haben wir hier. Erste Hilfe ist hier. So, essen müssen wir auch noch. Rein da. Haben wir, guck mal hier, 12-mal Soljanka. 12-mal Soljanka. Da können wir doch was mampfen, du. Oder? Essen wir mal ein paar Döschen. Der Junge hat ja Hunger hier. So, essen, trinken. Das Öl kannst du auch da rein tun. Hier haben wir noch die Mods. Rein da, klein machen. Und wieder 10.000 Jetons. Wohin damit? 30, 60, 70, 76.500 Jetons. Geil. So, die stellen wir auf Seite. Katana. Katana. So. Verfolgen. Folgendes. 120 geschmiedeten Stahl. Den haben wir hier. Dankeschön. Kannst direkt nochmal welchen machen. So. So. Und so. Jawohl. Wir brauchen Klebeband. Wir brauchen Öl. Weil das Ding muss ja gut geölt werden. Ne? So, wir brauchen Plastik. Warum auch immer. Ein hochwertiges Katana besteht doch nicht aus Plastik, oder? Das wäre mir neu. So, und 12 Machetenteile. Die hätten wir hier. 129 Stück an der Zahl. Tada! Fertigen Sie jetzt. 1 Minute 48, 22 Minuten 16 für die Rohre. Die müssen wir dann danach auch noch machen, die Bomben. Warum ist hier die Tür offen? Habe ich wieder gepennt? Ja, hat super geklappt, oder? Dann haben wir nächste Folge ein 6er Katana. Mal gucken, wie das metzelt. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.